Dieses Video könnte dein Leben verändern. Wenn du wie ich gerne ein Rührei zum Frühstück isst, dann finden wir heute gemeinsam heraus, welcher Koch das beste Rezept für Rührei hat. Ich habe herausgefunden, dass Rührei ein verdammt kontroverses Thema ist, denn ich habe mein Lieblingsrezept für Rührei auf TikTok und auf YouTube Shorts geteilt. Das haben, glaube ich, 5 Millionen Leute gesehen und die Mehrheit davon hat mich beleidigt. Und aus diesem Grund habe ich mich gefragt, wie bereiten die besten Köche der Welt Rührei zu? Also packen wir die Eier auf den Tisch und gucken, wie Gordon Ramsay, Jamie Oliver und mein persönlicher Lieblingskoch Rührei zubereiten. Unser erster Kandidat heißt Gordon Ramsay. Wir gucken uns sein Rezept an. Viele von euch werden es bestimmt kennen, aber gucken wir mal rein. I'm here to give you a masterclass on making perfect scrambled eggs. Interessant, er macht es in einem Topf. Ich persönlich mache immer schon Rührei in einer Pfanne. Aber das werden wir heute noch häufiger sehen. Never ever seen eggs before you cook them, okay? Erstes Statement, nicht vorher salzen. Was Gordon hier gesagt hat, sagt zum Beispiel mein Lieblingskoch anders. Also, dass vorher salzen überhaupt gar keinen Unterschied macht. Ihr merkt, es gibt viele verschiedene Meinungen. Yeah, see, I'm clearing. Man darf es auch nicht vorher vermischen. So now we get nice and light and fluffy, okay? Now, how good do they look? Also das ist der Trick, Temperaturkontrolle. Wir nehmen es von der Hitze auf die Hitze, sodass wir eine weiche Textur bekommen. Sour cream or creme fraiche, just a teaspoon. Er gibt rein Salz, Pfeffer und Creme fraiche. Das habe ich noch nie in einem Rührei gemacht, glaube ich. Und ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Die Konsistenz am Ende sieht auf jeden Fall wild aus. Look at that fluffiness. That's where we're going. Your eggs will never be the same now. That's it. Your eggs will never be the same. Genau das wollen wir heute schaffen. Deshalb legen wir los und kochen Gordon Ramsays Rührei nach. Hier stehen wir jetzt und der Herd ist aus. Und er bleibt auch erstmal aus, während wir unsere 6 Eier in unseren Topf geben. Einfach so, wie er ist. Neben mit Schale. Mit Schale. Ich gebe die Eier drauf. Alles ganz praktisch natürlich im Blockbrett einfach untergebracht. Freunde, vielen lieben Dank für diesen super Launch mit Block. Es war wirklich sehr, sehr krass zu sehen, dass wirklich so viele von euch Produkte von mir bestellt haben, mit denen ich jeden Tag koche. Mit dem Board, die Salzbox, dem Scraper. Es ist wirklich ein Dream. Deshalb Kuss an diejenigen, die bestellt haben. Wer noch nicht bestellt hat oder sich noch nicht umgeschaut hat, guckt gerne mal in dem Shop vorbei. Aber natürlich nur bestellen, wenn es auch wirklich was für euch ist und wenn ihr mich supporten wollt. Hier sind unsere Eier, die können wir schon langsam verquirlen. Ganz wichtig laut Gordon, kein Salz rein, kein Pfeffer rein. Nehmen uns unsere Butter, reihen uns davon ein paar Scheibchen ab. Ist eigentlich voll die Kleinigkeit, habe ich das Gefühl, dieses Rührei-Video, was wir jetzt hier gerade machen. Aber es ist auch gleichzeitig etwas sehr, sehr Großes und Bedeutsames, weil ohne Spaß, wenn ich heute nach diesem Video ein besseres Rührei-Rezept habe als davor, habe ich gewonnen. Weil wie oft mache ich mir Rührei? In diesen kleinen Dingen im Leben, da zählen auch die Unterschiede. Und man hat ja gesehen, wie krass das Thema polarisiert hat. Jo, das hat man wirklich gemerkt. Also die Leute waren mir nicht wohlgesonnen. Die Butter ist jetzt drin und wir schmelzen sie jetzt quasi mit dem Prozess des Aufwärmens in unser Ei hinein. Dabei die ganze Zeit rühren. Mittlere bis obere Hitze. Vielleicht kriegst du am Ende des Tages heute eine Rührpsychose. Aber auch, weil Rühren ist, glaube ich, bei allen unseren Köchen heute auf der Tagesordnung. Ist auch ein Rührei, ne? Jetzt beginnt es hier so ein bisschen zu stocken und wie Gordon es sagt, cleanen wir es, während wir kochen. Also die Ränder, den Boden, konstant mit unserem Gummischaber. Und jetzt machen wir es einfach mal, wie Gordon es sagt, wir gehen einmal runter von der Hitze. So können wir noch besser regulieren, wie wir sie letzten Endes kochen. Dann geht er wieder drauf und dann kommt auch ein Cut und am Ende des Tages hat er eine gewohnte, geile, cremige Rührei-Konsistenz. So, wir nähern uns jetzt der Konsistenz, die Gordon auch hat, an. Das heißt, jetzt ist die Zeit gekommen, unsere Creme fraiche reinzugeben, einen Löffel sowie Salz und Pfeffer. Wir haben die Sollkonsistenz erreicht. Es verläuft nicht mehr ganz von selbst, ist aber trotzdem noch sehr soft. Das heißt, ich nehme es jetzt runter von der Hitze und gebe direkt einen Spachtel auf unser Toastbrot. Hier ist unser Gordon Ramsay Rührei. Etwa 10 Minuten, ein leichter Krampf in meinem Unterarm von Rühren und das ist unser Produkt. Also es hat so einen Jiggle, ne? Das hat so eine Konsistenz, die ist wirklich besonders, das würde ich schon sagen. Bei mir ist es sogar noch ein bisschen feiner geworden als bei Gordon, wahrscheinlich, weil, wie Eric meinte, er einfach ein bisschen weniger gerührt hat. Probieren wir. Probieren wir. Boah, die sind wirklich unfassbar cremig. Das ist wirklich wie Wackelpudding. Ich probiere das jetzt mal mit Buttertoast. Ich wünschte, ich würde es ein bisschen weniger mögen, weil es mich gerade schon echt genervt hat, wie lange es doch gedauert hat. Boah, das ist wahrscheinlich somit das fluffigste Rührei, was ich hier gegessen habe. So, Freunde, bevor es weitergeht und wir uns das zweite Video anschauen, eine kleine Sache. Ich persönlich liebe es zu kochen. Ich veröffentliche 2-mal die Woche ein Video und habe sehr, sehr viel Spaß an meinem Job. Was wäre aber, wenn ich das alles gar nicht mehr könnte? Wenn ich zum Beispiel einen Unfall hätte oder mentale Probleme bekommen würde? Das Ding ist, jeder vierte Deutsche wird statistisch entlang seines Berufslebens einmal berufsunfähig. Und in den meisten Fällen geht es gar nicht um Unfälle, wie viele denken, sondern zu 31% sind psychische Sachen, wie zum Beispiel Depressionen, Ursache dafür. Was passiert dann, wenn man nicht mehr zur Arbeit
Arbeit gehen kann, wenn man keine Kraft mehr hat, wenn man nicht mehr arbeiten kann, wer kümmert sich dann um einen? Und genau hier kommt die Berufsunfähigkeitsversicherung ins Spiel, die dein Einkommen absichert, wenn es im Schadensfall ausfällt. Clark hilft mir dabei und kann auch euch dabei helfen, die für euch passende Versicherung zu finden, genau auf eure Bedürfnisse abgestimmt. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager, bei dem ihr eure Versicherung digital einsehen könnt. In der App könnt ihr einen individuellen Bedarfscheck durchführen und so sehen, wie gut ihr aktuell versichert seid. Und das Beste ist, die App zeigt euch aus über 180 Versicherern die besten Tarife an. Als kleinen Bonus könnt ihr bei eurer Registrierung den Code MAXPANE eingeben und beim Upload von 3 bestehenden Versicherungen so einen 45€ Best Choice Gutschein bekommen. Ihr müsst übrigens keine neuen Versicherungen über Clark abschließen, könnt euch aber einfach unabhängig beraten lassen. Ganz, ganz wichtig, weil das auch häufiger aufkam, das ist mir wichtig, das ist Clark wichtig. Wenn ihr euch bei Clark registriert, dann gebt ihr euer Maklermandat ab. Wenn ihr also bisher einen Makler habt, dann ist der nicht mehr für euch verantwortlich, sondern Clark ist es. Also scannt den QR-Code oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um euch unverbindlich zur Berufsunfähigkeitsversicherung durch Clark beraten zu lassen. Und übrigens, ab sofort können bei Clark auch Soforttermine für eine Versicherung gebucht werden, für die eine persönliche Beratung empfohlen wird. Also weiter geht's mit dem nächsten Rezept. Gucken wir, wie gut das zweite Rührei wird. Kommen wir zu Rezept Nummer 2. Das ist von Jamie Oliver und er bringt uns gleich 3 Rezepte mit, von denen wir uns aber auf eins konzentrieren werden. Ihr seht hier die 3 Versionen. Wir nehmen das in der Mitte. Warum? Weil Jamie diese Version feiert. Das ist ein French-Rührei und die sieht wirklich außergewöhnlich aus und hat einen Geheimtipp. Bonjour, je m'appelle Jamie. J'aime le œuf. French-style eggs. You lightly season. Merkt ihr den ersten Unterschied noch, bevor es losgeht? Er verrührt sie und salzt sie, bevor er irgendwas macht. Genau das, von dem Gordon Ramsay gerade gesagt hat, dass es überhaupt nicht geht. We whip it up and see here we've got about an inch of boiling water and we're gonna cook this over a bain-marie, a water bath. Das ist der Trick. Wir kochen das Rührei im Wasserbad. Das heißt, Glasschüssel auf den Topf und kontinuierlich rühren. Das klingt eigentlich zu einfach, um wahr zu sein. Ich weiß, dass es ziemlich lange dauert. Now is a good time to put a few knobs of butter in there. Butter muss natürlich auch wieder mit rein. And you're going to start to see a more gentle, delicate curd coming out. Sehr, sehr sexy. Noch feiner machen wir uns die Arbeit. Boah, Leute, noch mal mehr rühren, noch mal mehr Zeit. Kann sich das überhaupt noch lohnen? Weil auch die Gordon Ramsay-Variante hat ja wirklich schon lange gedauert. Ich habe hier meine Schale, in die gebe ich jetzt 4 Eier, die ich zunächst einmal salzen werde. Die Eier sind in der Schüssel und ich starte unseren Timer. Ich möchte nämlich wissen, wie lange es wirklich dauert. Ich gebe jetzt ein bisschen Salz zu den Eiern, um sie dann anschließend aufs Wasserbad zu setzen. Höchste Stufe, das Wasser unten drunter kocht und ich darf rühren. Wenn ihr das nachmacht, wichtig, dass ihr auch eine hitzebeständige Glasschüssel habt, weil mir ist mal eine gesprungen, als ich sowas gemacht habe. Auch nicht so schön, deshalb fleißig rühren, geduldig sein und es beginnt zu stocken. Laut Jamie müssen wir jetzt also Butter holen und die Butter kommt jetzt dazu. Jetzt arbeite ich mit dem Teigschaber und hole das Ganze gleich, wenn es ein bisschen roher sogar noch ist als bei Gordon, runter und wir können testen. Und ziemlich genau 20 Minuten später haben wir die gewünschte Konsistenz endlich erreicht. Wow, wir sind beschlagen. Oh, Scheiße. Da ist es endlich. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeit für ein Rührei aufgebracht. Gucken wir uns die Eier mal an. Also wenn du sagst, das eine war jiggly, dann ist das... Das ist mal don't jiggle, jiggle. Ja, das würde ich so zusammenfassen. Es ist wirklich weird, weil es ist irgendwie so wie Mayonnaise. Das hat auf eine Art und Weise, wegen der Textur, wirklich was Käsiges. Es ist lecker, verstehe mich nicht falsch. Allein durch die Präsentation finde ich es schon nicht so lecker wie ein anderes. Es schmeckt so wie nur Eigelb fast schon. Jo. Ist irgendwie geil. Kommen wir zum dritten und letzten Rezept von meinem persönlichen Lieblingskoch, Kenji Lopez All. Der ist einfach der Goat. Sein Video heißt einfach nur Really Good Scrambled Eggs. Hey everyone, it's Kenji. I'm at home and I'm going to make some scrambled eggs. Bester Mann. Wir fangen an, indem wir Wasser in eine Pfanne geben, damit die Pfanne gleichmäßig vorheizt. Wir sehen schon seine Geheimzutat, Maisstärke. Das ist das Geheimnis von Kenji. Er macht eine Soßenbindermische, also einfach Speisestärke, Wasser, rührt das Ganze an und das sorgt dafür, dass man die Eier nicht so perfekt auf den Punkt kochen muss und sie bleiben trotzdem cremig und flüssig. An alle, die TikTok-Kommentare geschrieben haben, lasst mich bitte in Ruhe. Ich glaube wirklich, dass... kann sich sehen lassen und das machen wir jetzt nach. Es wird Zeit für Gericht Nummer 3 und dann gucken wir, wer heute gewonnen hat. Lasst uns jetzt die Methode von Kenji ausprobieren. Eine Sache kurz vorab, ich habe ja gesagt, das ist mein Lieblingskoch. Ich habe trotzdem dieses Rezept noch nie ausprobiert, weil ich immer zu faul war und ich einfach Rührei so gemacht habe, wie ich es immer mache. Zeitmäßig dürfte das sogar relativ flott gehen, aber wir haben 1-2 Schritte mehr als bei den anderen Köchen. Fangen wir an mit unserer Butter. Schön kalt aus dem Kühlschrank, schneiden wir hier so in Scheibchen. Also ich glaube, Kenji benutzt auch am meisten Butter, was natürlich dafür spricht, dass es auch besonders gut ist. Wir lassen
überraschen. Jetzt gebe ich nämlich erstmal ein bisschen Wasser hier in unsere Pfanne hinein. Etwa so viel und lasse sie auf 3/4 der Hitze mal ordentlich heiß werden. Wenn das Wasser verdampft, ist unsere Pfanne auf perfekter Temperatur für die Butter und fürs Kochen. Den Rest gebe ich mit unserer Maisstärke zusammen und mache hier eben unseren Soßenbinder, der unser Geheimrezept darstellt. Dazu jetzt unsere gewürfelte Butter, ein Teelöffel von unserer Stärkemischung und wir salzen ebenfalls vorher schon. Ich habe jetzt bei Jamie auch keinen Unterschied gemerkt. Ich glaube, das waren Fake News von Onkel Gordon. Unser Wasser ist jetzt vollständig verdampft beinahe. So wie Kenji gebe ich jetzt meine Butter rein. Rein mit den Eiern. Und wir sind jetzt aber auch schon bei Temperatur. Jetzt würde ich sagen, ist es noch nicht ganz dann. Wir haben es immer noch so ein bisschen weich. Und so können wir es jetzt schon direkt auf unseren Teller geben. Ich finde, das sieht aus wie so ein richtiges Hotel-Rührei. Vielleicht genauso lecker. Probieren wir. Das längste Tutorial, aber die kürzeste Kochzeit, das hat keine 5 Minuten gedauert. Und ich finde, so sollte eigentlich auch ein Rührei sein, weil das ist ein Essen für jeden Tag. Gucken wir mal, ob es vielleicht trotzdem genauso gut ist mit weniger Aufwand. Boah, das zerzieht sich echt sehr easy hier mit der Gabel. Wenn wir wirklich mal ganz genau schauen, sehen wir, das ist wirklich sehr, sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt noch. Ich denke, das wird zum wesentlichen Teil daran liegen, dass wir diese Maisstärkemischung verwendet haben. Probieren wir einfach mal ohne alles. Schon wieder ein anderes Ei. Ja, und wir haben wirklich immer die gleichen Eier und die gleichen der gleichen Marke gekauft. Ja, das ist schon echt verdammt gut. Ich werde probieren, das alles auszublenden und wir treffen uns zur finalen Bewertung. Wie immer haben wir 3 Kategorien. Aufwand, Kosten und Geschmack. Wobei der Geschmack doppelt gewertet wird. Also 10 mögliche Punkte, sonst 5. Thema Aufwand. Gordon Ramsays Rührei ist nicht unaufwendig. Man rührt die ganze Zeit, mein Unterarm hat mir wehgetan. Ich würde sagen, sind wir dabei 3,5 von 5 möglich. Jamie Oliver, im Prinzip genau das gleiche. Klar, man muss keine Creme Fraiche kaufen, aber man rührt nochmal doppelt so lang. Das f*** einfach ab. Also, das ist nichts für jeden Tag. Das ist was, wenn man die Schwiegereltern beeindrucken will oder so. 3 von 5. Kenji, auch kein super einfaches Rührei. Du brauchst verschiedene Zutaten, hast mehrere Schritte. Aber auf der anderen Seite sind viele davon kleine Tricks. 4 von 5. Kosten, Gordon 4, weil man braucht Creme Fraiche. Jamie 5, einfach nur Eier und Salz. Kenji ebenfalls 5, weil dieses kleine bisschen Maisstärke, was man zusätzlich hat, kostet nicht mal 1 Cent wahrscheinlich. Die wohl wichtigste Kategorie, der Geschmack. Ich muss sagen, Gordon Ramsays Rührei hat mir verdammt gut geschmeckt und hat so ein bisschen ein Portal geöffnet in eine andere Welt des Rühreis. Deshalb 9 von 10 Punkten. Jamie Oliver war speziell. Das war wirklich wie dieses käsige, eigelbige Etwas. Ist nichts für mich. Ich mochte es sehr gerne, aber 7,5. Und zu guter Letzt Kenji. Für mich das nicht ganz so Next Level wie das von Gordon, aber richtig gut. 8,5. Damit ist der knappe Sieger des heutigen Tages Kenji. Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, war klar, weil du ihn feierst, aber ich habe versucht, ehrlich zu sein. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht den ein oder anderen Trick in euer Rührei implementieren werdet. Ja, das war's vom heutigen Video. Bleibt frisch und haltet die